Ich dachte, du wolltest diesen Job, weil du irgendwann mal einen eigenen Laden aufmachen willst. Für größere Dinge geboren als Häppchen, Wässerchen und Gürkchen. Wir brauchen eine neue Waschmaschine. Der Bäcker hat mir erzählt, dass jedes Kind des Lahnstein-Clans 10.000 Euro monatlich kriegt. Oh, da reicht eigentlich Hagens Unterschrift unter der Vaterschaftserklärung. Dieser Typ im LCL, der da rumsteht und kalorienarme Häppchen verteilt, das bin ich nicht. Der Name ist falsch geschrieben. Das kann nicht sein. Ich weiß ganz genau, wie man sagt. Ich stecke fest, es ist für mich wie eine Sackgasse. Und deshalb bitte ich Sie einfach, meine Kündigung zu akzeptieren. Nimm deinen Bastard und verschwinde. Du hast gekündigt und du kommst mit nach Paris. Genau. Und was ist mit Kim? Ja, die kommt natürlich mit, verdammt. Los, ja, du darfst mir nicht verscheißern, ansonsten knöpfe ich dir den Hintern. Okay. Ich hätte niemals gedacht, dass Kim darauf Bock hat. Ja, also noch weiß ich nichts von der Idee. Die ist mir ja gerade erst gekommen, aber sie wird Feuer und Flamme sein. Emil, du weißt aber schon, dass Kim gerade ihren Traumjob hat. Ja, Designassistentin bei LCL, über teure Mode für Spitzenverdiener. Das gibt's überall und Paris ist die Modehauptstadt der Welt. Da kann Düsseldorf einfach nicht mithalten und LCL schon gleich gar nicht. Was willst du da machen? Na, ich kann dir sagen, was ich zumindest schon mal nicht vorhabe. Ich werde nicht hinter irgendeinem Tresen stehen und zugucken, wie irgendwelche Leute ihre Flippen in mein Essen drücken. In Paris sind die besten Köche der Welt. Weißt du, was ich da lernen kann? Ich bin endlich frei! Da kannst du richtig durchstarten jetzt. Ja, ich mach einfach meinen eigenen Laden auf und das Geilste ist, wir bleiben zusammen, verdammt. Ja. Soll ich dir mal sagen, dass das ein absoluter Kracher wird? Wenn Kim... Ach, Kim wird es lieben. Ich kenne sie doch. Sie wird es lieben. Ach, hör auf jetzt. Jessica, du bist ja schon wieder da? Ja, aber das hätte ich mir auch sparen können. Diesen Vaterschaftswisch hier reinzuschmuggeln, dass Hagen der Vater ist von Maxi. Du hast was gemacht? Eben nichts, weil Ansgar mich erwischt hat. Ja, ich weiß, das war nicht ganz in Ordnung. Das hat mein Onkel Justus auch schon zu mir gesagt. Aber ich habe das nicht für mich gemacht, sondern für Maxi und seine Zukunft. Und mit dieser blöden Waschmaschine hatte das eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Moment. Kannst du bitte noch mal von vorne anfangen? Ich habe die Waschmaschine in der WG geschrottet. Warum kaufst du keine neue? Wovon denn? Jeder Cent, den ich habe, geht für Maxi drauf. Ach ja, dafür brauchst du die Apanage. Jessica, wir haben doch darüber geredet. Maximilian steht das Geld erst zu, wenn er 21 ist. Ja, aber ich brauche das Geld jetzt, damit mein Sohn alles kriegt, was er braucht, damit es ihm besser geht als mir, auch wenn er ein Bastard ist. Das hat er gesagt. Ja. Und er hat uns rausgeschmissen. Was? Oh. Jessica, du bist jederzeit willkommen auf Königsbrunn, auch wenn du gar nicht mehr hier wohnst. Und natürlich ist Maximilian Hagens Sohn. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Aber ich dachte, Ansgar ist jetzt der Chef von dem Laden und hat das Sagen hier. Ja, das glaubt er. Kim, wo bist du? Ich muss mit dir reden. Kim! Hi, Emilio. Oh, Emilio. Hey. Hey, Schatz. Na? Was macht ihr hier? Na, was wohl? Muffins für Kim und Emilio zum Abschied. Die essen wir zusammen, bevor wir abreisen. Du, ich frage ja nur, weil beim letzten Mal habe ich mir hier so ein Stück Zahn rausgerissen, als ich diese harten Dinger gekostet habe. Weichei. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist hier mit den Muffins. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Marlenes Zimmer ist viel größer und hat sogar einen Balkon. Aber ein Umzug hier in der Wohnung? Da muss Martha nicht mal auf dem Sofa schlafen. Ja, Kim, wir lassen dich nur nicht stören. Wir machen gerne euren Umzug für euch. Mein Umzug? Also das meiste Zeug gehört ja wohl dir. Du bist schon seit Ewigkeiten zu Rebecca gezogen und hast dein Gerümpel einfach hier gelassen. Ach komm schon. Ich dachte, das wäre eine gute Idee und munter dich ein bisschen auf, jetzt wo Timo nach Paris geht. Hm? Diese Muffins sind absolut perfekt gelungen. Die werden Kim und Emilio auf dem Unterwürdig gemacht. Ja, und im Notfall können sie sich ja mit diesen Muffins gegenseitig die Köpfe einhauen. Hier, guck mal, wie hart er ist. Und hier und rechts und unten für den Rücken ist auch gut. Und da und... Ups. Was ist eigentlich mit euren Freundschaftstattoos? Nix. Warum? Wie nix? Naja, Leo, letztendlich sind ja Tätowierungen...
Sind ja auch Shishi, ne? Timo, weißt du was, was ich nicht weiß? Ich meine, dass ich ein bisschen mehr Begeisterung erwartet hatte. Ja klar, ich meine, das ist ja toll. Aber ich hatte eben auch eine Idee, über die ich mit dir reden wollte. Und zwar... Kim und Emilio gehen mit uns nach Paris. Mhm. Ist ein Hammer, oder? Das ist der absolute Oberhammer. Ja. Es ist so, dass... Okay, du bist genervt, weil meine Mutter sich so in deinen Job reingehängt hat. Aber sie hat's kapiert. Emilio Marlenes Zimmer ist so super. Und ihr Bett ist viel größer. Kim, ich war gerade bei Timo und wir haben einfach darüber geredet. Steht ihr hier immer noch faul? Komm, dann pack mal hin, bitte. Entschuldigung. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Herr Arnold. Mensch, mein allererstes Kuscheltier. Da konnten wir Stofftiere anschleppen, so viel wir wollten. Die Mädels wollten immer nur Herrn Arnold haben. Das ist auch der Grund, warum ich ihn danach vererbt habe. Und ich habe so lange genervt, bis ich ihn bekommen habe. Ach Gott. Der gehört zur Familie. Genau, Kim, ich. Zum Wolfsrudel. Und wir bleiben ein Wolfsrudel. Genau. Elisabeth, wenn Sie mit mir spielen wollen, zweiter Kür steht da vorne. Nein, danke. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, Jessica rauszuwerfen? Ihr Sohn ist ein Lahnstein und er hat das Recht, als solcher anerkannt zu werden. Der kleine Rosenscheißer hat hier überhaupt keine Rechte. Mein Mann hat Sie zum Familienoberhaupt gemacht. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass Sie dieser Position auch gerecht werden. Aber stattdessen verwandeln Sie das Schloss in einen Nachtclub und spielen lieber, statt zu arbeiten. Es wundert mich nicht, dass Sie Jessicas Partei ergreifen. Sie wissen doch auch, wie es ist, über die Hintertreppe ganz nach oben zu kommen. Ich verlange, dass Sie Maximilian... Sie verlangen? Ludwig war in dieser Hinsicht sehr eindeutig. Apanage und Wohnrecht nur für Landsteinkinder, deren Vaterschaft zweifelsfrei anerkannt wurde. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Hagen die Vaterschaft anerkennen wollte. Wollte er vielleicht, hat er aber nicht. Wie Sie sehen, handle ich ganz im Sinne des Verblichenen. Damit kommen Sie nicht durch. Treffer versenkt. Du bist also bei der Handelsmarine und gehst jetzt 6 Monate auf See. Haben wir die letzten Croissants bekommen oder nicht? Haben wir. Mhm. Was ist denn das für ein Lärm, Bella? Bitte, das sind meine Unterlagen für den Steuerberater. Es tut mir leid. Wir können Sie zur Entschädigung zum Frühstück einladen. Vielen Dank, Tristan, ich muss los. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, natürlich. Was soll denn sein? Lasst es euch schmecken, ja? Schönen Tag. Was ist denn mit Charlie los? Sie hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie nicht mein größter Fan ist. Ich glaube, diesmal bist du nicht das Problem. Oh, entschuldige. Sebastian. Er fragt, ob wir unseren Termin vorziehen können und ich jetzt gleich kommen kann. Ist das denn wirklich okay für dich, dass Lahnstein Entertainment jetzt Geschichte ist? Ach, weißt du, ich glaube, unter so einem überheblichen Spinner wie Ansgar zu arbeiten, das wäre sowieso nicht mein Ding gewesen. Soll ich mitkommen? Ach, Quatsch, das wird stinkt langweilig. Ich bin zurück, bevor du deinen ersten Kaffee getrunken hast. Hm. Guten Tag. Eine Lieferung für Charlie Schneider. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Charlies Bruder Sinn für Romantik hat. Karte dabei. Danke. Tschüss. Alles Gute zum Geburtstag, liebes Tantchen. Wir drücken dich aus der Ferne, Olli und Christian. Vielleicht hast du auch einfach den Geburtstag deiner Mutter vergessen. Das ist ja kein Wunder, dass sie so schlecht drauf ist. Ist nicht lustig? Habe ich irgendeinen Geburtstag vergessen? Ausnahmsweise nicht. Die habe ich für unseren Abschied gebacken. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Nichts? Ist schon gut, Kim, ich weiß Bescheid. Worüber Bescheid? Du und Emilio? Ach, nichts. Jo, was ist mit Emilio? Wo steckt er eigentlich?
même la foire, où pour trois sous, l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges, aux chevaux roux, au son d'une musique bête, les lampions jettent au fil. Also wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Leo, raus mit der Sprache. Emilio, der hatte da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir gehen mit nach Paris. Sag mal, hast du noch alle Schüsseln im Schrank? Ja, war ja vollkommen klar, dass Timo nicht dicht halten kann. Timo ist hier nicht das Problem, okay? Kim, jetzt komm doch mal runter. Ich komm runter, wann ich das will. Warum entscheidest du das einfach alleine? Über meinen Kopf hinweg. Ja, du warst ja damit beschäftigt, in Marlenes Zimmer zu ziehen. Über meinen Kopf hinweg. Ein anderes Zimmer, Paris. Mhm, das ist ja auch das Gleiche. Mann, du hättest mit mir drüber reden müssen. Ich wollte mit dir darüber reden, aber du hast ja nicht zugehört. Ah, oh, jetzt bin ich die Dumme, oder was? Ey. Mensch, Kim, jetzt warte doch mal ganz... Ganz ehrlich, ich habe mir so ein Bein ausgerissen. Hör mir doch mal wenigstens zu. 5 Minuten, bitte. Wenn du alles geprüft hast, kannst du hier unterschreiben und den Rest... Oh, pardon. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Lass mich raten, du hattest gerade einen kleinen Plausch mit Ansgar? Er will Maximilian nicht als einen Lahnstein anerkennen. Seit er Firmenchef ist. Diese Selbstgefälligkeit, das ist unerträglich. Ich halte das nicht aus, wie er Ludwigs Erbe mit Füßen tritt. Euer Vater hatte eine Vision. Er hat so hart dafür gekämpft, die Firma und die Familie zusammenzuhalten. Von der Firma ist bald nicht mehr viel übrig, abgesehen von LCL und der Bank. Und damit wäre dann ganz klar auch Lahnstein Entertainment-Geschichte. Tja. Wenigstens muss ich mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten. Entschuldige mich, mein Frühstück wartet. Wenn er so weitermacht, dann geht das Lebenswerk deines Vaters vor die Hunde. Steht heute irgendwas Besonderes an? Arbeit, wie jeden Tag. Ach, natürlich, Frau Schneider. Liebster Charlie, herzlich... Ah, oh, schön, dass du mal vorbeischaust. Hallo. Bitte schön. Danke, Ricardo. Wer weißt du denn? Aus deiner Krankenakte. Da ich dein behandelnder Arzt bin. Willst du gar nicht aufmachen? Ach, später vielleicht. Ich habe unheimlich viel zu tun. Na gut. Aber da muss ich es dir erzählen. Es ist ein mallorquinischer Wein der Spitzenklasse. Das war ein Wahnsinnsjahr in dein Geburtsjahr. Also, Ricardo, wer will das denn wissen? Ach, hör auf. Sag bloß, du hast ein Problem mit deinem Alter. Also, ich dachte, da stehst du drüber. Ja, das tue ich auch. Ich bitte dich, das ist jedes Jahr dasselbe. Man hat einmal Geburtstag. Man könnte es genauso gut ausfallen lassen. Außerdem mag ich es nicht so, im Mittelpunkt zu stehen. Ja, natürlich. Man kann es auch mit Coco Chanel sagen. Eine Frau ist mit 19 entzückend, mit 29 hinreißend. Aber erst mit 39 ist sie absolut unwiderstehlich. Keine Frau, die je unwiderstehlich war, wird älter als 39. Espresso? Gerne. Oh nein, das ist ja... Was ist das denn? Oh, Gräfin Lahnstein, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte, so eine Nachlässigkeit. Beruhigen Sie sich, Justus. Ich weiß sehr gut, wie das passieren konnte. Und das ist keine Nachlässigkeit. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Ich werde natürlich das entsprechende Dienstmädchen sofort verwahren. Nein, 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 nein. Ich bin mir sicher, das Dienstmädchen kann gar nichts dafür. Das hier, das ist Ansgars Werk. Und wenn Sie ihn ermahnen wollen, dann tun Sie sich keinen Zwang an. Damit kann ich leider nicht dienen. Bedauerlicherweise. Aber
das nächste Mal klingelt, lasse ich mir 5 Minuten, bis ich reagiere. Nein. 10. Voilà, Mademoiselle. Chateau Larenne. Ein Glas Rotwein. So. Und jetzt stell es dir mal vor, wir sind mitten in Paris, die Sonne scheint und das hier ist das kleine süße Straßencafé, das wir entdeckt haben, als wir hergezogen sind. Die Seine fließt nur für dich, ma chérie. Da drüben ist Notre Dame und dort die Brücke, an der wir uns in unserem ersten Abend hier geküsst haben. Wir kommen jeden Samstag hierher, um zu frühstücken, denn Antoine macht die besten Croissants der ganzen Welt. Und wir feiern einmal die Woche, dass wir einfach hier sind, in Paris, in der Stadt der Mode und vor allem in der Stadt der Liebe. Dir ist schon klar, dass ich gerade den besten Job an Land gezogen habe. Hey, wir sind in Paris. Das ist die Stadt der Mode. Und bei deinem Können hast du im Windeseile einen Job, der viel besser ist als der bei LCL. Das sagst du. Was ist mit deinem Job? Ich hab bei Charlie hingeschmissen. Was? Ey, das Catering in diesem Modeschuppen, das war ich nie und das weißt du auch. Ich will jetzt endlich frei sein und mein eigenes Ding machen, verstehst du? Ja, aber was ist mit dem Dinnerclub? Deine Schulden sind so gut wie abbezahlt und ja, ich will unabhängig sein. Den Dinnerclub konnte ich machen, weil meine Freunde mir geholfen haben und weil deine Eltern mir ab und zu genehmigt haben, die Wohnung zu nutzen. Ich will wirklich einfach wieder mein eigener Chef sein. Frei sein und das tun, wonach mir ist. Ich bin auch einfach viel zu jung, um einen vernünftigen Job zu machen. Ey, überleg mal, in Paris, da hast du die besten Köche der ganzen Welt. Da kann ich so viel Erfahrung sammeln und so viele neue Dinge lernen und alles in mich aufnehmen. Das wird ein großartiges Abenteuer. Und das Schönste ist, wir können uns da zu zweit reinstürzen. Überleg mal, wie geil das wird. Du, ich, Timo, Leonie, wir alle zusammen in Paris. Seit dem Bahnhof warst du schon lange nicht mehr so Feuer und Flamme. Das Bahnhof, dieser kleine, abgeschrabbelte Wohnwagen. Und genau das ist es, was ich meine. Ich war mein eigener Chef. Aber das Kapitel ist durch und ich bin bereit für ein neues. Wie sieht's mit dir aus, hä? Also, Paris? Ich denk mal drüber nach. Okay. Und nun einen kleinen Vorgeschmack auf das Frankreich, das du lieben wirst. Was wollen wir eigentlich da? Haschbenebelt und mit Holzschuhen durch die Gegend klappern? Hä? Das ist die Flagge von Holland, du Pappnase. Ja, Gut. Gut, das lief nicht so gut, aber Prost auf Frankreich. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nimm diesen hässlichen Schnauzer ab. Ich weiß dein Angebot sehr zu schätzen, Ludwig. Aber ich möchte diese Verantwortung nicht noch einmal übernehmen. Als du die Firma damals geleitet hast, steckte sie in einer schweren Krise. Die Familie ebenfalls. Wenn dir da etwas passieren sollte, dann wird die Familie mich brauchen. Und ich möchte für sie da sein können, ausschließlich, ohne dass die Firma zwischen uns steht. Ich hätte deine Bitte nicht ablehnen dürfen. So süß. Ja, wir sind auch ganz verliebt. Danke, mein Schatz. Das ist so eine süße Idee. Hallo. Hallo. Was ist eine süße Idee? Hier, Dan hat uns ein Babyalbum geschickt. Oh, schön, dass ihr da seid. Wir wollten nämlich vor dem Essen noch ein Foto machen. Das erste zusammen mit Max. Ja, du Zwerg. Netter Versuch, Kimi, aber du bist hier der Zwerg. Übrigens, ich danke, dass ich euer Zimmer haben kann. Kein Thema. Kommt ihr nochmal, alle Wölfe? Fürs Foto? Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, Dana, wenn man ihn hier unten kitzelt, dass er mit dem Bein so... Kimi, das ist kein Hund, bei dem man einfach mal ausprobieren kann, wie die Reflexe funktionieren. Das haben wir mit dir früher auch nicht gemacht, oder wenn, dann nur ganz selten. Oh. Papa, warum haben wir die beiden nicht zur Adoption freigegeben? Das hätte so schön sein können. So, alle Wölfe bitte mal zusammen aufs Sofa. Vicky, kommst du? Ah, halt. Oh. Also? Herr Arnold. Ja, das nenne ich mal ein Stativ. Achtung, geht los. Was mit dir? Komm. Also, recht freundlich. Vielen Dank.
So, jetzt aber essen, okay? Oh, ja. Sehr gut. Was meinst du, sollen wir es ihnen jetzt sagen, wo schon mal alle beisammen sind? Ich weiß nicht, vielleicht später. Mann, wieder nur die Mailbox. Wenn sie sieht, wie nett du für sie gekocht hast, dann wird sie dir schon vergeben. Das hoffe ich. Weißt du, wenn sie nicht rangeht, dann ist sie wirklich sauer. Und wir leben jetzt einfach schon Monate hier zusammen. Ich habe sie nie nach ihrem Geburtstag gefragt. So. Bella, was ist das denn für ein Notfall, von dem du hoch gesprochen hast? Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Ach. Alles Gute zum Geburtstag. Ach, wie nett, meine Kleine. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Tristan. Es tut mir so leid, dass ich das Datum verschusselt habe. Das ist ja nicht schlimm, aber woher wisst ihr denn überhaupt? Olli hat Blumen geschickt. Ach, Olli, sogar wenn er weg ist, ist der Junge zu geschwätzig. Nehmen Sie Platz. Ach. Machen Sie sich's bequem. Bella, aber mir fällt gerade ein, ich müsste... Das muss der Überraschungsgast sein. Hat sich den ganzen Tag für dich freigenommen. Jetzt haben die auch noch Helm geladen. Ich habe gehört, hier verschweigt jemand seinen Geburtstag. Ach. Oh. Für dich. Oh, und die riecht schon gut. Sie tragen ja Kleidung. Steht Ihnen. Danke. Freust du dich? Ja, riesig. Also, ich fasse noch mal zusammen. Sie sind mit der Art und Weise, wie ich dieses Unternehmen führe, nicht ganz einverstanden. Sie führen dieses Unternehmen nicht. Sie zerstören es. Hm. Und was wollen Sie jetzt dagegen unternehmen? Wenn Sie eine Revolution anzetteln, die Bastille stürmen, lassen Sie bloß Ihr Oberteil an. Oder vielleicht steckt ja auch ein verkappter Sozi in Ihnen. Und Sie wollen Ludwig Sippe zum Streik aufrufen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird Sie vielleicht erschüttern, aber ehrlich gesagt interessiert mich Ihre Meinung zu diesem Thema herzlich wenig. Oh, das sollte es aber. Weil das nämlich auch Ludwigs Meinung gewesen wäre. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Ludwig, der hat in sich leider hier nirgendwo. Sie? Hören Sie doch auf, Anske. Sie müssen mir nichts vormachen. Auch Sie haben um Ludwig getrauert. Was glauben Sie, wenn er Sie so sehen würde? Was würde er sagen? Tja, denken Sie mal drüber nach. Ein Wellness-Wochenende für zwei Personen? Das finde ich eine tolle Idee. Wir dachten, das könnte dir gefallen. Für zwei Personen, da bin ich auch dabei. Großartig. So, jetzt meins. Mach dir nicht ins Hemd, es ist kein Ring. Oh. Oh, die stehen dir gut. Ja. Sag mal, wie alt bist du eigentlich geworden? Danke. Man redet mit einer Dame nicht über ihr Alter. Also, guck mal, wir wollten Kerzen auf den Kuchen stecken und kein Mensch wusste, wie viele. Oh, viele. Komm, jetzt sag schon. Das Alter einer Frau ist nicht relevant. Ja, komm, dann mach keinen Staatsakt draus. Spuck's aus. Frank, jetzt geh mir nicht auf den Wecker. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Mir sind Geburtstage völlig Schnuppe. Außerdem ist es mein Geburtstag und mein Leben. Und wenn ich über etwas nicht reden möchte, dann bitte ich euch, das zu respektieren. Komm, jetzt reg dich doch nicht so auf. Bella, es ist meine Wohnung. Und ich rege mich hier so viel auf, wie ich will. Ich habe euch nicht hergebeten. Diese Party war nicht meine Idee. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach. Es ist mir nämlich viel zu blöd. Noch jemand Kuchen? Ah, lecker. Das ist mal groß. Dein Eindruck ist einfach eine Bucht. Einsame Spitze, den macht keiner so mit. Wisst ihr noch, wie Kimi vor Jahren mal an und damit vorgemacht hat? Komm bitte alle, das war großartig. Hier bist du. Wo sonst? Ich hab dich gesucht. Lass es uns erst Ihnen heute Abend sagen. Das war vorhin irgendwie nicht so der richtige Zeitpunkt. Wieso nicht? Hm?
keine Ahnung. Ja, die waren vorne bei dem Kleinen und es war halt irgendwie, ja. Eigentlich willst du es ihnen gar nicht sagen. Du willst nicht weg hier, du willst nicht nach Paris. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin so überrollt habe. Quatsch, ich hab doch gesagt, ich denk drüber nach. Hey, ich weiß, wie sehr du an deiner Familie hängst. Du bist halt ein Wolf und Wölfe sind Rudeltiere und bleiben zusammen, und zwar für immer. Also mach dir keine Sorgen, dass ich dich herausreiße. Wenn du denkst, du kannst dich vom Acker machen... Hey, ich bleib hier. Also, wir bleiben hier. Ist er sicher? Ich bin da, wo du glücklich bist, klar. Emilio. Elisabeth, haben Sie einen Moment? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Ja, natürlich. Worum geht's denn? Ihre Ansprache eben, das hat mich alles sehr berührt. Doch, doch. Und ich muss gestehen, dass Sie mit einigen Punkten durchaus recht haben. Was Ludwigs Kinder betrifft, beispielsweise. Sie lenken ein? Ich handle weiterhin in Ludwigs Sinne. Ludwig hat die Firma mir vermacht. Ich treffe die Entscheidung. Und wenn Ihnen das nicht passt, steht es Ihnen jederzeit frei zu gehen. Sie machen sich das sehr einfach. Nein, ich wahre Ludwigs Vermächtnis. Und es ist doch ganz in Ihrem Sinne, nicht wahr? Apropos Vermächtnis. Ein Flugticket nach Mallorca. Die Temperaturen dort sollen gerade ausgesprochen angenehm sein. Stirnrunzeln macht Falten. Sehr witzig. Findest du? Ich nicht. Und um ehrlich zu sein, ich habe langsam ein bisschen die Schnauze voll. Du? Das ist ja hochinteressant. Und wovon? Von deinem albernen Verhalten. Und ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock mehr, ständig Entschuldigungen dafür zu finden, dass du mich permanent aus deinem Leben ausschließt. Weil ich dir nicht alles von mir erzähle. Es gibt einfach Dinge, die gehen niemandem etwas an. Niemand. Aha. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wie viele Leute davon wissen, dass ich damals nach meiner Schussverletzung eine Depression hatte? Ein Bulle, der auf der Couch liegt, wenn das die Runde macht, dann kann ich doch als Polizist einpacken. Aber dir habe ich es erzählt. Und weißt du auch warum? Weil du kein Niemand für mich bist. Das bist du auch für mich nicht. Das bist du auch für mich nicht und das weißt du genau. Dann hör doch mal auf mit dem Quatsch. Oder glaubst du im Ernst, ich weiß nicht, wer von uns beiden der Ältere ist? Und was, wenn du denkst, dass ich zu alt bin? Ich denke, dass deine Shishi-Klamotten manchmal ein bisschen drüber sind. Ich denke, dass du hysterisch bist. Ich denke, dass du seltsame Freunde hast. Jedenfalls ist mir noch keine langweiligere Person auf Gottes Erdboden begegnet als deine Freundin Elisabeth. Also jetzt und das mal will zu. Wirklich was heißen. Na, jetzt mach aber mal einen Punkt. Entschuldige bitte, aber das ist mir alles scheißegal. Weil ich weiß, dass du die Frau bist, mit der ich leben will. Und ich weiß manchmal nicht mehr, was du eigentlich noch willst. Frank? Ich will erst mal mit dir auf meinen Geburtstag anstoßen. Wie sieht's bei dir aus? Ach komm, typisch Mädchen. Ich hab gedacht, du stehst nicht so auf Klamotten. Tu ich auch nicht, das meiste sind CDs. Komm mal her. Ich drück von oben und du klippst. Andere Seite. Und so geht doch. Paris? Wir kommen. Das wird so geil, Leo. Vor allem jetzt mit Kim und Emilio. Ja, wenn die zwei sich nicht gerade streiten, weil ich es Kim als erstes gesagt habe. Die streiten sich doch immer.
Stimmt. Da fährst du 4 Stunden mit dem Zug und dann bist du bei mir. Ich glaube ja nicht, dass du mich loswirst, nur weil du in ein anderes Land ziehst, du Kartoffelkäfer. Pass schön auf Ricardo auf, ja? Na klar, mach ich. Für ihn warst du immer wie so ein zweiter Sohn. Mhm. Nur der pflegeleichtere, hübschere. Haarigere. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, ne? Emilio. Gräfin, gibt es denn gar nichts, womit ich Sie aufhalten könnte? Nein, danke, Justus. Hier wollte ich gerade. Du willst weg, ausgerechnet jetzt? Jessica, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber du hast mir doch versprochen, dass du dafür sorgst, dass Maximilian sein Geld bekommt. Hast du denn was erreicht? Nein, leider noch nicht, Jessica. Aber ich wollte das hier für dich hinterlegen, für die Waschmaschine, damit du damit wenigstens keine Sorgen mehr hast. Aber es geht doch ums Prinzip. Dass Maximilian offiziell ein Ladenstern ist. Tut mir leid, Jessica, aber das liegt nicht mehr in meiner Macht. Also nur, weil Hagen zu blöd war, die Vaterschaftserklärung zu euch zu bringen, geht mein Sohn jetzt leer aus und du kannst überhaupt nichts tun. Und ich dachte, am Schloss kommt keiner an dir vorbei, weil du die Königin bist. Das war ich. Vielleicht. Nein, das geht nicht. Also, das mit der Apanage wäre in Ordnung gewesen, weil es Maxi zusteht, aber ich werde auf gar keinen Fall bei dir betteln. Jessica, bitte, du würdest mir einen großen Gefallen tun. Okay, dann. Danke. Und wo willst du jetzt hin? Ja, mein Sommerhaus auf Mallorca, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich dort bleiben werde. Ich werde mich schon einmal um das Gepäck kümmern. Ja, das tut sie das. Na dann, gute Reise. Danke, Jessica. Danke. Dass ich das noch erleben darf. Ich würde ja sagen, nehmen Sie Ludwigs Urne mit, aber die gibt's ja noch gar nicht. Jetzt kommt da also der Moment, vor dem ich mich gefürchtet habe, seitdem du auf der Welt bist. Ach, Mensch, Papa, hör auf. Wenn ihr langweilig wird, kannst du uns jederzeit besuchen kommen. Und ihr beide könnt natürlich jederzeit hierher kommen. Du hast immer ein Zuhause hier, vergiss das nicht. Ja, komm her, komm her. So. Ich glaube, Kim und Emilio haben was vorbereitet. Ja, ich lasse euch 4 lieber alleine. Mhm. Siehst du, oder? Mein Papa. Schon tolle Zeiten, oder? Die allerbesten. Ohne euch wäre ich echt aufgeschmissen gewesen auf Mallorca.
Ohne dich wäre Mallorca ganz schön öde gewesen. Stell dir mal vor, ich alleine mit den ganzen Touristinnen. Erinnerst du dich noch an die Strandnummer? Na klar! Die drei Weiber am Strand. Ja. Und wir einfach mitgenommen. Ja. Idee, den Abend zu zweit ausklingen zu lassen. Frank, was du vorhin gesagt hast. Ist schon gut, Charlie. Ich weiß. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Ja, ist was ganz Besonderes für uns, ihn mal zum Geburtstag gratulieren zu dürfen. Darauf warten wir schon seit Jahren. Und wo habt ihr die aufgetrieben? Xavier backt jedes Jahr eine Torte für sie. Und wir warten immer darauf, dass wir sie ihnen auch mal geben können. Vielen Dank, Luca, Ben. Vielen Dank an alle. Happy Birthday. Danke. Ja, ich... Ich hatte keine Ahnung. Dass du eine Diva bist, habe ich schon immer gewusst. Kann ich Ihnen auch schnell etwas zu trinken bringen? Ja, vielleicht zwei Gläser Champagner. Oder, Luca, warten Sie mal. Ich habe eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Wie man mir sagt, ein sehr guter Jahrgang. Mein Geburtsjahr. Er liegt da drüben in der Schublade. Wird sofort kredenzt. Ein Wein? Von wem? Nein, 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 nicht aufs Etikett schauen. Was dich einfach überrascht. Also. Ziemlich gut. Das ist der schönste Geburtstag seit 39 Jahren. Das wird so komisch. Morgen wache ich auf und dann bist du nicht mehr da. Ich bin doch nicht aus der Welt. Doch. Doch, irgendwie schon. Eigentlich wollte ich nie wieder zurück nach Paris. Aber jetzt, da ist es irgendwie okay. Irgendwie ist alles komplett. Was meinst du? Als ich aus Frankreich abgehauen bin, da wollte ich meinen Vater finden. Wissen, wer ich wirklich bin und wo meine Wurzeln sind. Und dann hatte ich plötzlich eine ganze Familie. Das habe ich mir immer gewünscht. Dann hat sich dein Kreis quasi jetzt komplett geschlossen. Fühlt sich irgendwie so an. Ich habe mir immer eine beste Freundin gewünscht. Und jetzt weiß ich erst, was es bedeutet. Hey. Du und ich, das bleibt für immer so, okay? Ja, uns bleibt ja noch Paris. Immer, ja. Kim? Los, die beiden müssen ins Taxi. Aber eine Sache noch. Von einem Blondin, die ich auf Mallorca hatte, also es waren so zwischen 5, 6, 700, hattest du auf jeden Fall den knackigsten Hintern. Mio. Von allen Typen, die ich auf Mallorca hatte, warst du der mit den bescheuerten Sprüchen. Na, immerhin. Pass auf dich auf. Und auf die blonde Flitzpiepe hinter mir. Da kriegt man natürlich nichts hin, ja. Ich hab dich lieb. So. Frau Wolf? Mach's gut. Ist besser, hm? Ich
Graf Leinstein, Ihr Termin ist da. Hm. Hallo, ich bin da. Egal. Oh, Entschuldigung, störe ich? Was wollen Sie denn noch hier? Haben Sie irgendwas vergessen? Allerdings, ja. Wenn wir Ludwigs Vermächtnis wahren wollen, dann sollten wir es der Form halber auch ganz tun. Sie sind der neue Chef der Landstein Enterprises, das muss ich respektieren. Aber ich habe lebenslanges Wohnrecht auf Königsbronn. Und daran können Sie nichts ändern. Wir sehen uns beim Frühstück. Weitermachen. Ich glaube, ich will heim. Kommst du mit? Ich bleib mal ein bisschen hier. Ja. Wir werden Timo und Leonie besuchen. Das verspreche ich dir. Gleich. Vorgeschickt. Ich fahre morgen nach Paris. Wir haben noch was vergessen, oder? Oh ja. Das wird die Nacht der Nächte.